Ich habe die Anfrage erhalten, wie man so eine Kugel von der Platte wegnimmt. Das ist ganz einfach. Man nimmt einen Draht hier, den zieht man unten durch und schneidet es die Kugel weg und ich hebe die an. So. Und jetzt wird die dann umgekehrt fixiert und der obere Teil abgeschnitten. Jetzt geht es darum, wie kriege ich die rund. Weil ich kann ja die nicht so auf die Scheibe machen, das wird ja nicht halten. Darum habe ich mir ein Hilfsmittel gemacht. Und zwar hier habe ich mir so ein Gegenstück gedreht, das angetrocknet mit dem Heißluftföhn, dass das nicht nass ist. Und jetzt kann ich diese Kugel hier draufsetzen, draufstellen. Jetzt muss ich darauf achten, dass die dann auch schön gerade drauf ist. Das mache ich, wenn ich hier drehe und den Finger hinhalte, sehe ich, ob die gerade drauf ist. Passt jetzt schon. Dann kann ich etwas anklopfen, dass die da hält und mit den normalen Abdrehwerkzeugen diese Oberfläche nun bearbeiten. Besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.